Hallo, liebe Leute von ABZ, von 1 bis 100, von Norden bis verlassen bis Westen. Hier bin ich wieder, euer lieber Gutalter Le Chris. Herzlich willkommen auf meinem Kanal und herzlich willkommen an diesem wunderschönen, verregneten, dunklen, bewölkten Donnerstag. Irgendwie will es gar nicht so richtig Sommer werden. Wir haben irgendwie Frühling, der sich verkauft wie ein April, oder irgendwie auch Sommer, der sich verkauft wie ein Frühling, der nicht so genau so weiß, wo er hin will, so Dinge halt. Ja, ich begrüße euch herzlich zu Baba is You, denn wir machen da weiter, wo wir quasi am Dienstag aufgehört haben. Wir haben noch eine riesen Menge an Rätseln vor uns oder an Rätselleveln vor uns und die wollen wir natürlich nicht einfach so stehen lassen. Wer sind wir denn, wenn wir das machen wollen würden? Deswegen will ich gar nicht groß drumherum reden oder schwafeln, sondern euch direkt mitnehmen in Baba is You. Ein großer Quell an Pixel, ein großer Quell an Rätsel, ein großer Quell an Regeln, die wir verändern oder eben auch nicht. Auf jeden Fall ein großer Quell an Spaß und Brain Twist. Genau. Dann fangen wir doch direkt an. Ich wünsche euch viel Spaß und viel Vergnügen bei Baba is You. Einen wunderschönen guten Abend, Santal. Baba is Love. Keke is Star. Brain is Melt, das auf jeden Fall, das wissen wir. Wall is Stop. Baba and Keke is You und Me is Win. Das ergibt keinen Sinn, weil wenn Baba Love ist und Keke ist da, kann Yu ja nicht Baba und Keke sein, weil die gibt's ja nicht mehr. Nur um mal die Logik in diesem vertrackten Satz aufzulösen. Wir befinden uns in der ersten Oberwelt und haben uns dazu entschlossen, wie auch mal schon zuvor, die Level fertig zu machen, die wir in den ganzen Oberwelten haben. Wir haben ein bisschen Progress gemacht letztes Mal, nicht so mega viel, aber immerhin ein bisschen. Wir haben von 4 nötigen Level 8 mögliche Level gemacht und wir haben noch ein paar Level vor uns, nämlich mindestens 3 Stück. Und da gehen wir auch direkt rein, und zwar gehen wir in die 9 mit dem wunderschönen Titel Overgrowth. Die Age ist immer großartig. Hatte dieses Mal nichts mit Logic zu tun. Das ist einfach nur eine Aussage. Ja, okay, ich nehme die Aussage einfach mal so hin. Ist vollkommen okay, kann man machen. Ist so, ich akzeptiere sie so, wie sie ist. Und Akzeptanz ist immer noch ein Schritt mehr als Toleranz. Obwohl Toleranz immer toll klingt und Akzeptanz eher so nach Ack. Okay, das hat gar keinen Sinn ergeben. Egal, wir gehen jetzt in den Level Overgrowth, der sowas heißt wie überwachsen. Ich habe keine Ahnung. Seit dem letzten Level bin ich ein bisschen allergisch auf Gras. Ganz ehrlich. Also, das klingt ohne Kontext witzig, ist aber auch egal. Aber seit wir das letzte Mal von Gras getötet wurden und wir Gras produziert haben, wir nicht stehen bleiben durften und Dinge tun mussten, sehe ich Gras und Hecke auch immer so als ein bisschen schwierig an. Aber wir sind so neutral wie möglich, schauen uns den Level oder das Level an, schauen uns die Regeln dazu an und dann gucken wir mal, was wir hier ändern können. Aha, ja, okay. Ich lasse das mal so stehen mit dem Gras. Ja, wie ich gesagt habe, ohne Kontext, interessanter Satz, Dinge. So. Wir haben hier einen wunderschönen Level mit sehr viel Grün, mit vielen Pflanzen, mit Bäumen, mit Blümchen. Blümchen sind natürlich auch Pflanzen, genauso wie Bäume auch. Und mit einer Hecke auf jeden Fall und einer Flagge, einer Tür, einem Schlüssel und mit Baba und einer Frucht. Okay, die Regeln sind wie folgt. Hedge is Stop. Alles klar. Die Hecke hier überall ist Stop, da kommen wir nicht drum rum. Und können auch nicht drüber laufen. Das ist eine Regel, die wir nicht ändern können. Die ist fix, weil wir nicht nach draußen kommen. Wenn wir nach draußen kommen könnten, könnten wir das ändern.
Das können wir aber derzeit nicht. Gut. Dann haben wir Key is Push. Also dieser Key hier, der ist nach da drückbar. Das ist natürlich ungünstig, weil die Pull einfacher wäre tatsächlich. Denn wir brauchen den Key wahrscheinlich für diese Tür hier. Denke ich einfach mal. Aber wir gucken mal weiter. Fruit is Fruit. Also diese Frucht hier bleibt nach wie vor eine Frucht. Wir können sie nicht ändern. Was? Hat Gras an sich, dass es grün ist? Ja, das ist. Es gibt auch braunes Gras, das ist vertrocknetes Gras. Also, schwierige Aussage, muss man eben mal so ein bisschen gucken. Dann haben wir Baba is you. Das stimmt. Und wir können auf dem Gras laufen, das ist schon mal schön. Grass is shut. Ah, also nicht door is shut, sondern grass is shut. Ah nein, door is stop and shut. Also die Tür ist auch zu und shut. Key is open and key. Das heißt also, wir können den Key nicht irgendwie verändern. Hatch is stop, fruit is fruit und ja, grass is shut. Und wir haben noch ein is hatch. Ja, mein Key ist push. Und wir haben ein on fruit. Okay, das ist interessant. Wir gucken uns erstmal den Level in aller Ruhe an. Und wenn wir hier zum Key wollen, müssen wir Grass is Shut wegschieben. Es sei denn, wir sind nicht You und können Baba irgendwo hinschieben. Das ist aber nicht der Sinn der Sache. Wir könnten schreiben... Nee, wir können nicht schreiben Key is You, weil Key is Open and Key. Somit funktioniert die Geschichte nicht. Wir könnten aber schreiben Fruit is You. Nein, geht auch nicht, weil da steht Fruit is Fruit. Die Sache wird so langsam vertrackt. Also wenn wir jetzt anfangen, Möglichkeiten uns auszudenken, die wir tun können, kommen wir schon auf die ersten Regeln, die uns das verbieten. Ich könnte natürlich auch schreiben, Fruit on Baba is you. Das hilft mir aber gar nicht, denn Fruit is you funktioniert ja für uns überhaupt nicht. Korrekt? Korrekt. Warum funktioniert das, wenn jedoch steht, Fruit is Fruit? Offensichtlich gilt dann Fruit is Fruit nur, dass Fruit nicht Key sein kann oder nicht Gras sein kann, aber es kann trotzdem You sein. Das würde aber auch bedeuten, im Umkehrschluss, dass wir auch Key sein können. Und das stimmt. Okay, alles klar. Das ist eine Sache. Gut, dass wir das ausgetestet haben, sonst wäre ich die ganze Zeit einfach mit einer falschen Annahme rumgelaufen. Das heißt, wir können Grass is Shut so lassen. Wir können jetzt sagen, Grass is Hatch. Bloß wenn wir das machen, kann sich Baba und Fruit nicht bewegen. Da können wir gar nichts mehr bewegen, weil hier ist ja überall Gras. Okay. Aber wenn wir jetzt Key sind, können wir zwar die Tür aufmachen, dann sind wir aber weg. So funktioniert die Geschichte also erstmal gar nicht. Okay. Weil irgendwo steht, dass das Fruit not you ist. Das steht nirgendwo. Ja, das steht nirgendwo. Okay. Das würde bedeuten, wir müssen irgendwann kurzfristig Key werden. Und dann müssen wir wieder zurück irgendwas werden, damit wir den Key da rausgezogen bekommen. Okay. Wir müssen alles vorher, bevor wir irgendetwas machen, also bevor wir Grass is Hatch umbauen, muss hier alles schon so stehen, dass wir es nicht mehr verändern können. Denn wir haben hier nur ein Feld frei, um diese Sache zu ändern. Und jetzt können wir halt nicht mehr Key werden. Und die ganzen Wörter kriegen wir nicht bis hierhin geschoben. Das ist ganz klar. Also müssen wir irgendwie das so bauen, dass wir irgendwie... Ja, das ist halt die Frage. Was ist denn dann? Das fängt ja gut an. Ich dachte so, naja, vielleicht so ein
kleines Rätsel am Anfang, einfaches Rätsel? Nein, natürlich nicht. Gut. Wir könnten schreiben, Key on Baba is you. Das hilft uns aber überhaupt nicht. Wir können schreiben, Fruit on Baba is you. Das würde gehen. Aber das hilft uns nicht, weil wir dann nicht an den Key kommen. Okay. Bei dem Level habe ich auch nochmal aufgehört, weil ich nicht mehr weiß, wo der geht. Ach so, ja, schön. Wir könnten auch schreiben, Key oder Baba on Key is Push oder Key on Baba is Push. Das ist vielleicht gar nicht so dumm. Ich muss nur mal eben ausprobieren, wie das funktioniert. Gar nicht. Okay, weil so wäre der Key jetzt ja Push und ich dachte, wir können dann die Rente irgendwie mitnehmen oder wegschieben, aber das funktioniert so nicht. Wie ist das, wenn du Baba on Fruit is Push machst? Ja, das ist doch genau das gleiche in Grün. Also so kriegen wir, so ist Baba zwar Push, aber die Fruit nicht. Du hast doch gerade gefragt, wie ist das, wenn du Baba und Fruit ist Push machst? Habe ich geschrieben, Baba und Fruit ist Push. Wenn, dann musst du das Key on von oben nach unten mit Baba is you schreiben. Ja, du hast eine Frage gestellt und ich habe das so gebaut. Fertig. Und Key on Baba is you reicht halt nicht, weil wir dann nicht mehr dahin kommen. Das ist auch so ein Punkt. Und selbst dann sind wir ja nur auf Baba You. Wenn wir Baba verlassen, sind wir nicht mehr You. Und wir müssen aber eigentlich auch zwei sollten Leute gleichzeitig sein, weil sonst geht der Key flöten und dann haben wir die Tür zwar offen, haben aber kein You mehr. Das ist das Problem. Schön. Ich denke mal, wir müssen in erster Linie so damit arbeiten, dass wir sagen, Fruit is Push. Ich denke mal, wir müssen auf jeden Fall die Frucht irgendwo anders hinschieben. Und ich bin mir auch gar nicht so einig darüber, wohin. Ich hab erst gedacht, wir müssen die Fruit irgendwie auf das freie Feld schieben. Das können wir von hier aus aber gar nicht, weil jetzt hängt die Frucht an einer Ecke. Die Idee ist also nicht so schlau. Aber wozu brauchen wir denn die Frucht?
Wir können nicht zwei Sachen gleichzeitig werden, weil das U ja links und rechts eine Absperrung hat, und zwar eine Hedge. Somit können wir nicht zwei Sachen gleichzeitig sein. Aber wir müssen irgendwie Key da rauskriegen. Okay, lass mal schauen. Fruit is Push hilft uns hier in erster Linie erstmal gar nichts. Ich wüsste zumindest nicht, wo wir die Frucht hinschieben sollten, als dass wir davon einen Effekt hätten. Ich kann auch nicht Fruit is you oder Baba is you schreiben und dann irgendwie blabla on Fruit is you. Das funktioniert auch nicht. Ein wunderschön Freispiel. Hi. Braunze Unterbuchs, Alter. Immer diese expliziten Verbalitäten hier, unfassbar. Wir müssen irgendwie zusehen, dass wir den Key an eine vernünftige Stelle kriegen. Dass wir die Fruit an eine vernünftige Stelle kriegen. Selbst wenn ich jetzt sagen würde, nee, das geht ja nicht. Key on Fruit is Push. Ich kriege die Frucht ja nicht nach draußen. Key on Baba is You hilft mir nicht. Das Blöde, also so viele Kombinationen haben wir tatsächlich gar nicht. Ja, wenn ich die Fruit nach draußen bekomme und das, also das als You definiere, dann bekomme ich aber Baba nicht nach draußen. Ich kann ja noch nicht mal mit Gras, also mit Grass arbeiten, weil ich die Worte nicht hinten geschoben bekomme. Das Einzige, was ich machen kann, ist sagen, ich kann jetzt sagen, was ich, Fruit is you, nämlich jetzt die Frucht. Kann hier hingehen, aber ich kann halt Baba is you nicht wieder zurückschieben, das geht nicht. Die einzige Möglichkeit, nach draußen zu kommen, ist halt hier. Aber dann kriege ich Baba nicht mehr hinterher. Das geht halt nicht. Es ist auch totaler Quatsch zu sagen, Baba ist Busch. Das ist ja komplett albern. Warte mal. Wieso geht denn das?
Ich denke, Key ist Key. Wieso kann ich ein Schlüssel werden? Warte mal, kann ich auch eine Frucht werden? Geht das auch? Wieso geht das? Ach so, weil Baba ist Baba steht dann nicht. Flut ist alles gleich verstanden. Gut, dass wir das ausprobiert haben. Das ist schon gut. Hilft uns das irgendwie weiter, dass wir eventuell zwei Früchte haben können? Uff. So. Das hattest du schon geschrieben? Wo? Oh. Habe ich komplett überlesen. Tut mir leid. Habe ich komplett überlesen. Tut mir wirklich leid. Das war so nicht gedacht. Ja, aber das könnte uns doch eventuell sogar helfen. Das könnte uns eventuell helfen. Was ist denn, wenn ich jetzt sage, Key on Fruit ist Push? Jetzt muss ich natürlich mega aufpassen, dass ich hier keinen Quatsch zusammenbastle. Als ob. So. So. So muss ich bloß die beiden Früchte nebeneinander kriegen. Das ist ja wohl ein kleineres Problem. So. Fast gut. Fast gut. Fast gut. Fast gut. Jetzt ist der Key Push. Jetzt kriege ich ihn dahin. Ah, das. Ah, jetzt kriege ich ihn aber nur in die Richtung. Ah, das ist nicht schlimm. So. Ich muss die beiden anders nebeneinander haben. Mit einem Abstand. So. So. So, so, so. Jetzt muss ich mich umdrehen. So. So, so. Haha. Tada. Gut, gar nicht so schwierig. Gar nicht. Oh, es gibt einen zweiten Extra-Level. Wow. Nummer 10. Adventurers. Abenteurer. Alles klar. Level Garden 10. Uff. Wow. Das ist ja was, da ist ja was im Köpfchen drin. Na, 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 na. Ein bisschen ist schon drin, ja, aber das ist auch nicht viel. Das ist größtenteils Luft und Stroh. Und wenn die beiden sich berühren, dann hast du quasi so Stroh on Luft is Brain. So, das funktioniert halt so.
Das war bäh, sagt Santal. Ich sehe schon, Baba ist you und wir haben ein Baba, was oben in der Ecke ist. Das ist schon mal Käse. Das gefällt mir gar nicht, dass ich das nicht durch die Gegend schieben kann. Wir haben auch ein Is-Shift, was unten in der Ecke steht. Das gefällt mir auch gar nicht. Genau wie ein Is-Move. Das können wir so hinterher nicht mehr auflösen. Das ist richtig bitter. Hand is defeat. Wow. Wall is stop. Okay. Hand make belt. Skull is defeat. Ice and Fleck ist gar nichts. Ice ist nix. Wenn ich jetzt sage, aus was für einem Grund auch immer, Skull is move, was ich gar nicht machen kann, dann haben wir Ice is defeat, Ice and Fleck is win. Das ist schwierig. Erinnere dich an das tolle Level mit den vielen Kekes. So eine Art ist das auch. Oh Gott. Mit den vielen Kekes? Oh! Das geht ja sogar noch. Das lässt sich hoffentlich irgendwie stoppen. Aber das Problem, was wir hier haben, Hand is defeat. Das ist ein großes Problem. Das ist ein ganz großes Problem. Und Baba is you. Wir können im Prinzip nur sagen, Hand is move oder Belt is move. Dann können wir sagen, Hand is shift und Belt is shift. Wir können auch sagen, Belt make Hand und das war's dann. Wir können auch sagen, Hand make Baba oder Belt make Baba. Aber wie kommen wir denn dann... Wie kommen wir denn dann dahin? Also wir müssen als Baba vorher hier unten sein, bevor Ice Defeat ist. Das geht ja gar nicht. Das ist ja gar nicht möglich. Wo du weißt, was ich noch weiß, ist, dass eine Hand oben lang muss und die andere unten. Aber ich glaube, das hast du auch schon gesehen. Ich habe mich um die Hände noch gar nicht bemüht. Ich gucke mir erstmal das Level generell an, wie es aussieht. Weil ja viele Bauweisen des Levels schon darauf hinweisen. Bauweisen, hinweisen, Wortwiederholung, schlechte Grammatik und schlechter, egal, schlechter Satzbau. Weil viele Bauarten des Levels darauf hinweisen, was man machen muss. Das Problem ist, dass Skull Defeat ist. Ich kann... Ne, kann ich die Hand... Ne, da werde ich direkt instant besiegt. Genau wie bei den Skulls auch. Okay. Wenn ich jetzt sage Hand... Hand make Baba, geht das? Das hilft uns zwar überhaupt gar nicht, aber wir müssen jetzt mal unterschiedliche Dinge ausprobieren, einfach um den Level kennenzulernen, wie es funktioniert. Guck mal. Jetzt haben wir ganz viele Babas, was ja eigentlich gar nicht so uncool ist. Ist ja egal, es kommt immer wieder neue. Das ist ja komplett egal. Aber jetzt komme ich hier nicht durch. Weil Hand is defeat. So, und vor allem Skull is defeat. Das heißt aber, Ich brauche die Belts, die mich an der Stelle durchschiften. Er bringt ja aber null. Ja, das macht ja nichts.
Okay, das bringt uns tatsächlich gar nichts. Massensterben bei Baba. Ja, stimmt schon. Wollen wir nicht. Massensterben ist uncool. Aber wenn da jetzt steht Handmade Belt. Und ich schreibe. Belt ist Shift. So. Dann macht die Hand aber weiterhin keine Belts. Komischerweise. Ach so, weil sich die Hand selbst nicht fortbewegt hat. Also weil Handmerkbelt nicht mehr gültig ist. Was ist denn, wenn ich jetzt baue Hand Make Belt is Shift? Aha. Super, jetzt kann ich mich auf den Belt draufsetzen lassen und kann mich bis zur Hand shiften lassen, dann war's das. Okay. Tischfeuerwerk klingt ein wenig danach, wenn die Mama sterben. Also, paff, 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 Silvester! Ich mach mal ein bisschen Licht hier. Es wird nämlich draußen etwas bewölkt und dunkel. Tada! Ich bräuchte eigentlich mal so eine lila-blaue Beleuchtung, damit das zu meinem Design passt oder so. Ja, aber es sind so Nano-Leaves oder so, die mit verschiedenen Farben nicht anstrahlen. Na egal. Alrighty then, das hilft uns momentan auch nicht, weil die Hand, ich kann halt die Richtung der Hand nicht vorgeben. Jetzt bewegen sich die Hände. Ich kann die ganze Geschichte auch umdrehen, kann sagen, Belt make hand is move. Haben wir unendlich viele Hände. So wie ich das noch weiß, musst du die Hands bewegen mit den Belts einen Weg bauen, da eine oben, eine unten, damit die beiden Hands das Wind wie viel verschieben, während du bei der Flag chillst. Das ist eine ganz tolle Idee, die schwirrt mir auch schon im Kopf rum. Wir können aber die Belts überhaupt nicht bewegen. Wir können die nicht drehen. Aber wie man das macht, kein Schimmer. Alles klar. Habe ich verstanden. Ja, wie kriege ich die Belts denn dazu? Quasi ab hier sich nach vorne zu bewegen und ab hier nach oben zu laufen. Dafür müsste die Belts ja schieben können. Die müssten ja pushbar sein. Ah. Sei denn, ich mache Belts. Aber wo muss ich da jetzt lang gehen, damit genau das passiert, was ich möchte? Die sind ja in jeder Richtung. Das ist ja totaler Quatsch. Jetzt muss ich genau aufpassen, was ich mache und habe im Prinzip hier schon verloren. Also das hier geht ja schon, das ist ja ganz cool.
Das Problem ist, Hand is Defeat. Deswegen konnte ich hier nicht von hinten quasi so. Wuff, das geht ja halt nicht. Das ist mein großes Problem, was ich habe. Ah, doch, warte mal, das kriegen wir aber hin. Das kriegen wir hin. Das ist alles machbar. So. Jetzt muss ich wirklich aufpassen, was ich mache. So, jetzt geht nämlich die Hand nach oben. Bleibt da oben stehen. Es sei denn, ich komme von hier. So. Zurück. Ist das kompliziert, Alter. Jetzt geht die hoch. Boah, Alter, da muss ich erst mal gucken. So, so. So, 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 so. Okay. Wie kriege ich den jetzt nach unten? Wenn ich das richtig sehe, muss die obere Hand auch später als die untere Hand ankommen. Ja, das darüber kümmern wir uns später. Darum kümmern wir uns später. So. was für ein Quatsch. Wie kriege ich denn... Ja, das ist halt echt so. Wie kriege ich denn die Hand runter? Und vor allem, wie kriege ich die Hand jetzt nach rechts? Das geht ja überhaupt gar nicht. Das funktioniert ja null. Bis hierhin war alles safe. Das müsste auch noch safe sein. Jetzt müsste ich theoretisch von der anderen Seite herkommen und müsste... Aber Skull ist ja Defeat. Was ich auf jeden Fall hier schon mal machen kann, ist, dass die Hand hier auch hochgeht. Auf das Band drauf. Und hier lang. Und dann kann ich von hier sagen... Jetzt nach unten. Quasi hier lang. So. So, 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 so. 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 Danach geht es aber nicht mehr weiter, weil ich kann halt unter den Skull nichts legen.
Da ist ein Fehler. Ja, da sind mehrere Fehler. Also die Hand hier, die geht hier hoch, geht nach da, geht hier runter, geht dann hier hin. Wird hier raufgeschoben, geht hier hoch, landet hier, wird nach da hochgeschoben und landet hier und geht hoch. Fertig. Wie nope. Das war falsch. Gucken wir doch mal. Edge. Wir haben es ja ausprobiert. Da. Ist ja alles kein Thema, ist ja nicht schlimm. Also der Weg geht schon klar, aber was mich halt am meisten stört, ist halt die Geschichte hier. Wie geht das weiter? Ich habe keine Ahnung. Die zweite Hand kommt auch später an als die erste. Also die untere Hand kommt später an als die andere. Das ist ja auch vollkommen legitim. Also momentan noch. Aber hier, da habe ich echt ein Problem mit. Habe ich doch nicht. Ich hätte das anders machen müssen. Ich hätte das ganz anders machen müssen. Wir müssen von vorne anfangen. Die obere Hand muss auch unten lang gehen, tatsächlich. Ich hab's schon gesehen. Jetzt muss ich wirklich ganz genau aufpassen, was ich mache. Das ist echt schwierig. Ich glaube, ich habe schon den ersten Fehler gemacht. Aber es geht nicht anders. Ich kann ja beide hinterher nicht trennen. Na, wir versuchen das trotzdem mal. Also wir versuchen das mal so rum. Das ist keine gute Lösung. So.
So. Ich würde fast sagen, so. Jetzt muss ich echt aufpassen. Hier geht hoch, dann geht hier lang. Die Hand geht hier runter. So. Geht den Weg hier lang. Geht hier hoch. Geht hier lang. Geht hier hoch. That's the way of the hand. Die andere Hand muss jetzt aber hier lang. Muss hier nach oben. Und geht hier dann weiter. Ich hoffe, dass das funktioniert. Funktioniert wahrscheinlich nicht. Ja, ich habe auch schon überlegt, ob das. Nee, das sind zu viele Züge. Ich muss erst Beltes Shift machen. Tut mir leid. Jetzt komme ich nicht mehr zurück. Mist. Ich muss tatsächlich erst Handless Move machen. Logischerweise, sonst komme ich nicht zurück. Geil. Jetzt laufen sie zusammen. Jetzt müsste es funktionieren. Ja. Das war gar nicht so schwierig, wie ich gedacht habe. Also da gibt es schwierigere Level. Das war echt gut. Also das war ein bisschen knobeln, ein bisschen denken. Aber das war okay. Das war vollkommen okay. GZ, ja, danke. Okay, on to the extra level, würde ich sagen. The Secret Garden. Der geheime Garten. Oha. Level Garden Extra One. Das sieht mir nach unheimlich vielen Regeln aus. Flag is win ist ja noch nicht mal gültig. Okay. Wir haben ein Skull, wir haben einen Rock. Und wir haben ganz, ganz viele Regeln. Rock ist Push. Das können wir aber abändern. Keke ist Text. Okay. Sollte der auch bekannt vorkommen? Momentan noch nicht, aber es ist wahrscheinlich ein Level, den wir vorher schon mal gemacht haben, bloß schwieriger. Wir haben ein On.
Hatch is stop. Das stimmt. Baba is you. Auch das ist vollkommen korrekt. Belt is shift. Ja. Ich kenne die einfache Version des Levels, merke ich gerade. Ich sehe schon. Ich habe das hier an dem Bereich hier festgestellt. Kenne ich. Water is sink. Das überrascht wenig. Text is float. Also können wir mit dem Text nicht viel machen. Skull is defeat. Das stimmt halt. Skull on Keke and Rock is weak. Boop. Genau so ist es. Ich erinnere mich da sehr gut dran, weil RBTV das vor kurzem. Warte mal. Ich erinnere mich da sehr gut dran, weil RBTV das ja vor kurzem gesehen haben. Gesehen haben? Die haben das gesehen? Ausgestrahlt haben. Florentin hat es wohl vorher mal gemacht, ne? Also die einfache Variante, nicht die extra Variante. Okay. Die Herausforderung hierbei ist, den Skull loszuwerden. Ja, du hast es gesehen bei RBTV. Ja, okay, das ist ja klar. Also, unsere Herausforderung ist doch, uns quasi einen Keke zu generieren, dabei trotzdem noch einen Rock zu haben, um den Skull zu defeaten, weil der Skull und Keke und Rock ist weak. Wir haben das von Skull und Keke und Rock ist weak könnte auch was von mir sein. Das stimmt. Das stimmt komplett. Ja, wie kriegen wir jetzt einen Keke? Wir können natürlich schreiben, Rock ist Keke. Dann fehlt uns aber der Rock. Ich könnte aber schreiben, oho, das ist natürlich super easy, Rock ist Push. Die ersten Ideen, die man in einem Level hat, sind oftmals nicht richtig. Ich wiederhole das nochmal. Wir machen mal das Rock is Push weg und sagen Text on. Ups. Das war nicht ganz so geil. Das müssen wir anders machen. Wir müssen den Rock nochmal anders hinlegen. Aber wir sagen Text on Rock is Push. Quatsch. Text on Rock is Keke. Da verwandeln wir das Wort Text nämlich in Keke. Und da wir Rock und so bla nochmal brauchen, dann müssen wir das eben so. Wupp! Tada, wir haben einen Keke. Jetzt sagen wir, Keke ist Push. Skull ist ja nicht Push, ne? Nee. Wo ist denn der Rock geblieben? Der Rock bleibt nicht bestehen. Der Rock bleibt nicht bestehen? Ach komm! Ich dachte nur, der Text wird dann zu Keke. Ah, Mist! Mist, dann kriegen wir gar nicht mehr, als wir haben. Ich sehe eine Schwierigkeit. Ich sehe eine ganz kleine Schwierigkeit.
So nicht, aber sowas hast du schon mal gemacht. Guten Abend, meine Damen und Herren. Baba is you. Zuschauer haben bei dem Stream Baba is you unsinnige Informationen gepostet. Vielen Dank. Hallo? Dieser klassische Satz, sowas hast du schon mal gemacht. Ja, wahrscheinlich. Erinnerst du dich an das Level mit Fire and Flag is Defeat? Ja. Da konnte ich aber, da hatte ich aber einen Tele. Da hatte ich einen Tele. Mann, dann lasse ich es mal. Ist doch alles cool, ist doch alles okay. Aber diese Information sagt halt immer so gar nichts. So, ah, das hast du schon mal gemacht? Ja, wahrscheinlich. So, also. Rock is push, Keke is on text, bla 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 bla. Das ist halt echt blöd. Also man müsste eigentlich den Text. Man müsste eigentlich den Text ändern können. Und ja, aber das habe ich schon mal gemacht mit dem Level Fire and Flag is Defeat und so. Ah ja, aber das ist so. Das ist auch gar nicht so lange her tatsächlich. War denn das? Ja, so nicht. Könntest du auch ganz genau beschreiben, wenn es dir mehr bringt, welche Welt, die Regeln, die Lösung, wie viele Fälle du in jede Richtung gehen musst, um sie zu beenden, wenn dir das besser gefällt. Ich weiß nur, dass ich aber nicht in 500 Zeichen unterkriege und das ist Max bei Twitch. Yo! Nee, alles cool. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Das kann ja, ist auch gar nicht so mega schwer, glaube ich.
Schieb mal den Rock neben Text und dann ist Keke. Und schieb das dann von oben nach unten. Makes no sense for me, really. Also. Oh, oh, oh. Das war dumm. Wenn das so nicht funktioniert. Dann muss es ja einen anderen Weg dafür geben. Ach so, ja. I know what you mean. Text, Felsen ist Keke und dann von oben nach unten das On auf den Felsen schieben, ja.
ist das nicht das gleiche Prinzip wie eben auch? Also so funktioniert es natürlich nicht, logischerweise. Ich wollte mich gerade sagen, da fehlt ja noch ein Wort, Mensch. Ich habe einen Vorschlag, wie wäre es mit dem Wort Rock? Das scheint eine ganz gute Idee zu sein. Das ist ein Problem. Ich kann halt nicht Rock, also das funktioniert halt nicht. Wenn, dann müsste ich es eher so machen. Aber das funktioniert ja eben auch nicht. Also das ist... Okay, sowas nicht gedacht. Das habe ich mir gedacht, dass das so nicht gedacht war. Könnte aber so zum Beispiel, ne? Das wäre auch eine Möglichkeit, aber wie du es drehst und wendest, der Rock verschwindet. Ist halt was ich nur ein oder zweimal gemacht habe. Wie genau es aufzubauen, das weiß ich nicht mehr. Ja, aber es ist doch immer so, dass man das halt ungültig baut, so wie hier. Nee, so eben nicht. Oh Mann. Nochmal. So. Jetzt habe ich hier Text on Rock ist ungültig und Iskilke ist ungültig. Wenn ich jetzt von hier, von links nach rechts schiebe, schiebe ich den Text auf den Rock. Wupp. Aber der Rock verschwindet trotzdem. Und das ist eben das Problem. Das muss ja irgendwie anders gehen. Ich glaube, ich weiß wie. Wir schreiben erst Rock ist Text. Warum? Werden wir gleich sehen. Boah, ich könnte jetzt natürlich so zwei Worte aufeinander machen tatsächlich. Das ist egal. Ja, genau. Pass auf, das war genau meine Idee. Wir schreiben erst Rock ist Text. Genau, dann schreibe ich jetzt Rock ist Rock. Das ist nämlich genau der Punkt, die hatte ich nämlich auch. Aber jetzt kann ich halt keinen Text mehr auf den Rock schieben. Das ist das zweite Problem. Ich kann natürlich dahergehen, kann schreiben, Rock ist Rock.
Das ist ja erstmal nur ein Beispiel. Wir basteln ja erstmal. So, und Text on Rock ist Keke. Und das geht ja halt nicht mehr, weil wir keinen Rock mehr haben. Als habe ich mich verbastelt. So. Das war meine eigentliche Lösung. Geht aber nicht. So, ne? Aber wenn du keinen Rock hast, auf den du Keke draufschieben kannst, den Text draufschieben kannst, funktioniert das nicht. Die Idee ist gut, ja, aber ohne Rock ist das ein Problem. Oder wenn du schreibst Rock on Text ist Keke und dann den Text auf den Rock schiebst, müsste ehrlich gesagt schreiben Text on Rock ist Keke und dann müsste ich den Text auf den Rock draufschieben. So. Weil es geht ja, es bezieht sich ja immer auf das erste Wort. Es bezieht sich immer auf das erste Wort. So, Text on Rock ist Keke. Jetzt nehme ich meinen beliebigen Text und sage so. Jetzt habe ich tatsächlich beide. Jetzt habe ich aber nur noch einen Is. Also es geht halt nicht zeitgleich. Obwohl, wer weiß. Das ist das, was wir eben gerade probiert haben, was nicht funktioniert. Richtig? Richtig. Ups.
Ja. Da verschwindet der Rock halt. Also wir müssen jetzt quasi. Vorher gültig machen. Das war ganz toll. Nee, ich kann das. Ich kann das On nicht opfern, weil das Teil des Satzes ist. Also pass auf. Text on Rock is Keke. Das muss bereits gültig sein, bevor wir das basteln. Und das einzige Wort, was jetzt übrig geblieben ist, ist da das ist. So. Weil Rock ist Keke als erstes wirkt und dann das Text on nicht mehr möglich ist. Ja, da muss ich trotzdem ein Is opfern. Damit Rock ist Keke nicht passiert, verstehst du? Weil ich kann jetzt ja dahergehen, kann sagen, was weiß ich, Rock ist Push. Und sehe zu, dass das Rock ist Keke nicht gültig ist. Jetzt sage ich Text on Rock ist Keke. Das geht. Jetzt greift nämlich das Rock ist Keke nicht mehr. Na? Also das ist müssen. Es bleibt nicht an, wir müssen das ist opfern. Ist aber auch okay. Deswegen. Ah, jetzt komme ich nicht mehr zurück, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ja, die Frage ist jetzt, wie pushe ich beide? Das ist in der Tat eine sehr interessante Frage. Das habe ich auch gerade festgestellt. Ich könnte jetzt schreiben, Keke und Rock ist Push. Doch, das ist, glaube ich, relativ easy sogar. Nee, ist es nicht. Ich kriege die Worte nicht hin. Du musst den Rock und einen Text mitnehmen. Ja. Ich muss nicht nur einen Text mitnehmen, sondern ich muss drei Text mitnehmen. Aber wie kriege ich denn?
keine Ahnung. Ich kann nicht mal Kick and Rock is Push schreiben. Kann ich so schreiben, Kick is Push? Dann schiebe ich die wieder aufeinander. Das Push kann ich gar nicht mitnehmen. Einer reicht da. Ja, um zu sinken. Ja, habe ich schon verstanden. Ah, ich verstanden. Rock ist Push und Kick ist Text. Flag ist Win. Ah, nice, nice. Sehr schön. Okay, out of the box denken, schön und gut. Manchmal auch ganz, ganz einfach und nicht zu kompliziert denken. Und immer auf alles achten, was passiert. Immer auf alles achten, was beim Satzbau passiert. Auf alles achten. Schön. Haben wir gut gemacht. Extra Level Nummer 2, out at the sea. Draußen am See, alles klar. Oh nee. Was ist das denn für ein Level? Box ist melt. Ah gut, die Box, die, okay. Lava ist hot und Lava ist Lava. Ja, das ist okay. Door is stop and shut. Ah, okay. Ice is open. Oh, das ist gut. Ja, Moment mal, wo ist denn die Herausforderung? Wall is stop. Ja, das haben wir schon gedacht. Box has flag. Ah, da ist die Herausforderung. Baba is you und Belt is shift und flag is win. Wir können Belt is shift nicht ausschalten. Wir können jetzt einfach sagen... Eis ist Push, wir schieben Eis durch den Belt, machen damit die Tür kaputt, holen uns die Box und kommen nicht mehr zurück zur Lava. Ah, ja. Lava ist hot. Das ist uns aber egal, weil wir nicht Melt sind, sondern nur die Box. Eis ist open. Box ist... Hä? Bin ich gerade blöd? Das sieht super einfach aus. Eis ist Push. Box ist nicht Push. Box ist nicht Push. Lava könnte aber Push sein. Alles klar, alles klar. Die offensichtliche Lösung funktioniert wieder nicht, war ja klar, ist ja auch viel zu einfach. Aber das wäre die super einfachste Lösung. Wir müssen also die Lava auf die Box geschoben kriegen. Naja, theoretisch fangen wir doch mal an.
Eis und Lava muss Push sein. Ja, ich hab schon gedacht. Dann kann ich auch schreiben, Eis und Lava ist Push. Oder Lava und Eis ist Push. Aber dann geht ja das Eis flöten. Das ist auch nicht cool. Aber zumindest komme ich dann bis zu einem bestimmten Punkt. Okay, so funktioniert die Geschichte auch nicht. Erinnere dich an das Ende vom letzten Level, dann kommst du drauf. Ja, dass ich mit dem Text was machen muss, ist mir schon klar. Wie kriege ich es aber jetzt hin, zu sagen... So. Ist so ein Ding. Ich sollte sie noch nicht über die Bells schicken. Das ist ein. Ja, weiß ich noch nicht so. Oder was in Level 3, glaube ich, war es. Mit der ABC-Welt, aber auch sowas. Echt? Nee, Level 3 kann das nicht gewesen sein. Das war seltsam. Ich hätte eigentlich gerade schreiben wollen, Lava und Text ist Push oder so ein Gesöz. Weil Text ist immer Push. Überleg mal, warum du einmal das Wort und das Objekt hast und dann noch Text. Das klingt gerade super kompliziert, weil ich könnte jetzt halt sagen... Eis ist... nicht Push, sondern... Also ich gehe jetzt mal ganz abstrakt an die Sache ran und sage, Eis ist Text.
Lava ist Busch. Warum auch immer. Ich muss nur einen Satz schreiben, dann kommst du drauf. Ob ich den richtig rumschreibe, weiß ich natürlich nicht. Okay. Ich probiere auch erstmal nur so ein bisschen rum, bis ich eine Idee habe. Die Reihenfolge war vielleicht nicht ganz so dumm. Nicht ganz so schlau. So, gut, das bringt natürlich gar nichts. Das hätte ich halt vorher auch schon haben können. Ne, damit, also. Pff. Ja, es ist super unnötig, ich weiß. Mach, bau das mal um, dann hast du es. Ah, ja. Das größte Problem, was ich habe, ich könnte jetzt natürlich dahergehen und könnte sagen, das ist jetzt wieder so ein Brain-Melt-Ding. Falsch rum! Wieso geht das nicht? Weil Lava Lava ist. Ach komm. Ich hab. Ja, warte. Wie funktioniert das? Ich habe gerade so ein bisschen. Das Problem ist, dass Lava ist Lava nicht funktioniert. Thank you.
Ah, warte, Moment, Moment, Moment. Text on ice is lava. Nee, nee. Ice on Lava ist Text. Nein, oh verdammt, wie kriegt das hin? Ich möchte. Ah! Ich möchte Lava und Eis also ich möchte diese beiden Worte auf einem Punkt haben. Es muss doch gehen. So. Jetzt aber umgekehrt. Text. On Lava oder on Eis ist Eis. Dafür müsste ich aber vorher schreiben, Scheibencluster. Normal. So. 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 Und jetzt kann ich schreiben. Lava ist Push und Eis ist Push. Jetzt kann ich das durch die Gegend schieben. Kann es hier durchswitchen. Gehe hier rum. Mach damit die Tür auf. Warum? Warum? Warum geht das nicht? Wieso kann ich mit dem Eis jetzt nicht die Tür aufmachen? Gut, halt, weil nun fehlt dir was. Was denn? Alter! Ich darf nicht jetzt! Wieso kann ich mit. Eis ist Push und Eis ist Open. Wieso kann ich das nicht auf die Tür schieben? Das soll, weil du kein Eis hattest, auch mein Satz. Nee, alles cool. Ich kann es aber nicht lösen. Geht nicht. Warum nicht?
Und ich dachte, ich habe hier Idee von 10, weißt du? Idee von 10, Brain von Big. Mann, das ist ja doof. Wieso geht das nicht? Wie falsch rum? Eis ist Push, Lava ist Push. Die sitzen beide aufeinander. Eis muss unten sein und Lava oben? Alter. Ich hoffe bloß, dass du damit... Dass ich verstehe das nicht. Das geht gar nicht. So, Eis ist Text. Das war falsch. Oh. Eis ist Push. Ice on Lava ist Text. Nee. Ja doch. So. Und jetzt muss ich schreiben Eis. Nein, Text on Lava. Ist Eis. Ich kann jetzt aber nicht die beiden voneinander separieren. Ob man die beiden Fälle voneinander oder einzeln haben muss, weil es geht ja gar nicht anders. Ich muss ja sagen, Text und Lava ist Eis. Das geht ja gar nicht anders. Es ist genauso wie davor. Ganz genauso.
Geht aber nicht. Warte mal. Vielleicht machen wir das ein bisschen anders. Und trennen das doch. Vielleicht geht das ja doch. Wir haben zwar dann das gleiche Problem wie... gegensätzlich machst, dass du das Wort Eis auf das Lavafeld schiebst und das Wort Lava auf das Eisfeld schiebst und die beiden Felder nicht miteinander machst? Was? Verstehe ich nicht. Nein, also ich gucke mir das gerne nochmal an, warte mal. Das geht doch gar nicht. So? Da müsste ich die ja nebeneinander schieben. Warte mal. Heiß ist Push. Text on Lava ist Eis. Schön. Oder umgekehrt, Text und Eis ist Lava.
jetzt habe ich zweimal Lava. Super. Und habe das Wort Lava nicht mehr. Das heißt, ich kann ihn gar nicht mehr miteinander packen. Also so funktioniert die Geschichte auch nicht. Das Wort Lava brauche ich ja noch. Text on Lava ist Eis. Jetzt habe ich zweimal Eis. So. Bringt mir ja auch nichts, sehe ich gerade. Lava und Eis ist Text. Das geht nicht. Ice on Lava ist Text. Das geht aber nicht. Weil es das nicht gibt. Das funktioniert alles so nicht. Das klappt von vorne bis hinten nicht. Also, dass du ein Lava-Eisfeld umwandelst und dann das andere und nicht beide zusammen. Ja, das hat. Nee, das geht nicht. Das geht deswegen nicht, weil Lava Lava ist. Das funktioniert nicht. Ice on text is lava. Quatsch. Ice on lava is text. Aber Text und Lava ist Eis, das funktioniert ja auch alles nicht. Kurze Zusammenfassung. Eis, Lava ist Bullshit, ist ja klar. Soweit richtig. Richtig, soweit ich
es, warte mal, richtig, soweit weiß ich es noch, nun das, wo ich mir nicht ganz sicher bin, ob das richtig ist oder nicht, ob die beiden Felder zusammen sein müssen. Oder getestet, kommst du durch die Tür, heißt also, sollten auseinander sein. Aber wie? Wie kriege ich die beiden auseinander? Das ist ja das große Problem. Weil, also, vielleicht indem du die erst zu Wörtern machst und dann zu Feldern, wobei das auch wenig Sinn macht, weil du ja beide Felder so wie die Wörter hast bei Level. Ja. Auch sehr geil, bringt mir zwar überhaupt gar nichts, aber ich möchte mal ausprobieren. Jetzt haben wir halt alles doppelt und dreifach. Bringt aber auch nichts. Naja, dann wohl nächstes Mal weitermachen, würde ich mal sagen. Oder willst du noch länger machen, um das Level zu schaffen? Das Problem ist, ich komme immer wieder auf denselben Ansatz. Thank you.
Auch das bringt mich überhaupt gar nicht weiter. Null. Ich habe echt keine Idee. Wir müssen uns das beim nächsten Mal nochmal angucken, tatsächlich. Also wir gucken da nochmal mit frischem Blick da drauf und schauen uns den Level nochmal ganz genau an. Wir machen für heute Schluss. Ich bedanke mich fürs Zusehen, fürs Lurken, fürs Viewen, fürs Schreiben in den Chat, fürs Interagieren. Das macht mir persönlich mal sehr, sehr viel Spaß. Mir generell das Stream auch wieder sehr viel Spaß gemacht. Und wenn es euch auch Spaß gemacht hat, dann würde ich mich darüber freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder auf meinem Stream dabei seid oder eben zuschalten oder zuschauen würdet, wie auch immer. Das Ganze passiert dann morgen um 18.30 Uhr. Und dann spielen wir auch wieder weiter. Baba is you. Es war mir eine Freude, euch unterhalten zu dürfen. Es war mir eine Freude, dieses Spiel wieder spielen zu dürfen, meine Gehirnwindungen wieder zu quälen. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, ich bin Lycris, das war Baba is You. Ich verabschiede mich und sage bis zum nächsten Mal. Tschaußen.